Herzlich willkommen bei Spreegeflüster, eurem Kanal ehrlich, frei und aus der Gegend. So, wir haben den 28. Dezember 2022. Kurz zum Jahreswechsel nochmal ein Video, diesmal mehr in eigener Sache. Und zwar stehe ich hier vor dem Amtsgericht in Zossen. Es geht um eine Ordnungswidrigkeit, die ich begangen haben soll am 15. Januar diesen Jahres. Das war der Spaziergang in Cottbus und mir wird dort vorgeworfen, das Nicht-Entfernen einer aufgelösten Versammlung. Ja, nur ist es so, über 4.800 Leute haben gesehen, das sind nämlich die Aufrufer von dem Video, das ich an dem Tag gedreht habe, dass ich dort nicht Teilnehmer einer Versammlung war, sondern das Ganze einfach nur dokumentarisch begleitet habe, sogar selbst in einem gewissen Abstand. Und damals wurde ich auch kurz festgesetzt von der Polizei. Gegenüber der Stadthalle stand ich da. Da wurde mir gesagt, ich muss meine Personalien abgeben. Aus dem Grund, dass ich wohl illegale Filmaufnahmen gemacht hätte oder zumindest die Gefahr besteht und man dann prüfen möchte, ob da irgendwas im Internet auftaucht oder nicht. Ja, zu dieser Ansage kam es gar nicht. Es kam dann der Brief einer oder der Vorwurf einer des Nicht-Entfernens einer aufgelösten Versammlung. Und was die Richterin dazu sagt, werden wir mal gleich sehen. Es ist auf jeden Fall interessant, finde ich, dass am 28.12. ja zwischen Weihnachten und Neujahr noch Gerichtstermine stattfinden. War mir bis jetzt so nicht bewusst. Kann natürlich auch daran liegen, dass es eine ganze Vielzahl an Verfahren gab diesen Tag. Wurden ja mehrere hundert Leute dort festgesetzt. Und ich habe zumindest gehört, dass einige in Widerspruch gegangen sind. Ja, wie gesagt, ich vertrete aber noch den Standpunkt, dass ich dort nicht aktiv an einer Versammlung teilgenommen habe, sondern dort in journalistischer Absicht dabei war, dort gefilmt habe, was man natürlich auch sieht. Das Video ist im Internet verfügbar. Über 4.800 Leute haben sich das angeschaut. Aber was sind schon 4.800 Zeugen gegen den Spruch der Richterin heute? Ich bin gespannt, was hier rauskommt. Und nach dem Termin werde ich euch noch kurz berichten, was hier passiert ist und wie es ausgegangen ist. So, gute halbe Stunde später. Ich bin raus aus dem Gerichtssaal. Sitze jetzt im Auto, weil der Wind ist einfach zu stark. Das wäre für den Ton nicht so optimal. Deswegen hört sich das vielleicht ein bisschen anders an. Ich mache es kurz. Ergebnis. Die schönsten Worte dieser Welt. Verfahren eingestellt. Der Richter hat gar nicht lange rumdiskutiert. Er hat gesagt, wer journalistisch tätig ist, ist kein Teilnehmer einer Versammlung und kann deswegen auch nicht nach dem Versammlungsrecht beordert werden. Er meinte nur, dass es noch möglich wäre, die Polizisten vorzuladen, um dann nicht eine Einstellung des Verfahrens, sondern einen Freispruch zu generieren. Hätte aber nur den Sinn, wenn ich hier mit rechtsanwaltlicher Vertretung aufgetreten wäre, dann hätte man sich die Kosten zurückholen können. So sind so die Fahrkosten, damit kann ich leben. Das Ding ist beendet. Und ja, ich muss sagen, der Richter, es war ein Richter, nicht eine Richterin, hat wohl nochmal gewechselt, war sehr offen für meine Worte und muss auch ganz ehrlich sagen, dass danach noch ein bisschen privat geplauscht wurde, also nach der Urteilsverkündung, nachdem das beendet wurde. Ich habe mich ein bisschen mit ihm über ja, Journalismus, die Sichtweise der Leute unterhalten. Wie ist das auf den Demonstrationen? Was haben die Leute für Sorgen? Worum geht's da? Und also er kannte meinen Kanal nicht, aber er hat ihn zumindest schon mal gehört. So hat das ausgedrückt. Hat mir das auch geglaubt und so weiter. Und ja, er fährt auch öfters in seinem Dorf, ich sage es nicht, wo er wohnt, rum, da gibt es auch Montagsspaziergänge und der kennt die Leute und sieht auch die Leute dort regelmäßig und hat mir auch bestätigt, dass in seinem Dorf nur ja, normale Menschen und keine Extremisten unterwegs sind. Deswegen wundert er sich auch so ein bisschen über die mediale Berichterstattung. Und dann habe ich ihn noch gefragt, warum eigentlich am 28.12. hier eine Verhandlung ist. Und er meinte, ja, es ist viel zu tun. Der Zentraldienst der Polizei sitzt hier quasi in, es ist nicht in Zossen, aber in der Nähe. Auf jeden Fall ist das Amtsgericht Zossen zuständig für die Ordnungswidrigkeiten, die die Polizei erlässt. Und es sind sage und schreibe 1200 Ordnungswidrigkeiten hier vor dem Amtsgericht Zossen zu verhandeln, die nur durch die Spaziergänge in ganz Brandenburg jetzt entstanden sind. Das heißt, natürlich sind mehr als 1200 Ordnungswidrigkeiten verhängt worden, aber gewährt haben sich immerhin von diesen mehreren tausend die 1200, die jetzt hier abgearbeitet werden müssen. Man hat sich versucht, hier im Gericht dagegen zu wehren. Es ist natürlich ein riesen Mehraufwand für das ja, die Besetzung eigentlich nicht gedacht ist. Nützt alles nichts, wird jetzt nacheinander abgearbeitet. Bei mir hat es heute einen guten Ausgang gehabt. Ich bin freigesprochen worden. Ja, das wurde eingestellt, so ist es juristisch richtig. Unterm Strich das Gleiche.
Aber ich war erstaunt, dass der Richter sich noch wirklich noch eine Weile Zeit genommen hat und mir ein bisschen gequatscht hat. Wirklich nett, und ich habe ihm auch gedankt, dass das meine Sichtweise auf die Rechtschaffenheit wieder ein bisschen gestärkt hat. Da hat er sich auch nochmal für bedankt für den Satz. Und dann fahre ich jetzt wieder weg hier. Das war's aus Zossen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen. Als Info noch, ich bin bei Katja Arnold am 31.12. um 14 Uhr zum Jahresabschlusstreffen dabei. Vielleicht habe ich dann noch das eine oder andere Interview, wird dann aber sicherlich erst nächstes Jahr kommen. Und nächstes Jahr werden wir uns bestimmt auch wieder auf den Demonstrationen sehen. Also macht's gut. Ich hier aus Zossen, euer Team von Spreegeflüster. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.